Hey, die Zuckergenossen, hier ist Jack von Jack in the Game. Heute mal mit einem Let's Play, worauf ich mich super freue. Es ist The Evil Within, ein hoffentlich Meisterwerk von Shinji Mikami, dem Urvater von Resident Evil und Dino Crisis. Und ja, ich habe mich schon Monate über gefreut über dieses Game. Und ja, wir legen einfach mal los, neues Spiel. Ja, überschreiben, denn vorhin ging das schief bei der Aufnahme. Hopp, und da geht auch schon wieder was schief, was vergessen. Optionen, und zwar müssen wir Untertitel drin haben. Ups. Nein, oh. Fehler über Fehler hier gerade. Tut mir leid. Haben wir denn irgendwo hier die Untertitel gerade, mein Lieber? Da sind sie. Gut. Neues Spiel. Jupp. Helligkeit 50 und auf Überleben, dem Standard-Schwierigkeitsgrad. Kleine Anmerkung, es ist englische Voice, aber deutsche Subs. Copy, code 3, ETA 3 minutes. Copy 184. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problem with Chimonis on a Beacon Memorial. Is there any... God damn it! Jesus! Junior Detective Kidman. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. Contact dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Und der Horror darf beginnen. Kapitel 1, ein Notruf. Ich muss sagen, Grafik sieht schon mal geil aus. Und wer es noch nicht gesehen hat, ich spiele derzeit mit einem Xbox 360 Controller. Ganz einfach, weil das irgendwie leicht an Resident Evil irgendwie, ja, ich komme ja vor Resident Evil 4. Und there are no weapons left in their cars. Okay. Und daher lieber mit einem Controller spielen anstatt jetzt hier mit Maus und Tastatur sich einen Arm brechen. So, einfach mal reinrushen. Smells like blood. All right. Stay sharp. Okay. We're gonna check it out. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Nämlich irgendwie leicht an Dead Space 2, der Start zumindest. Okay. Did you hear something? Was? Lol. What the fuck? Oh. Alive in here. Okay. Ja, 2 Sekunden, Joseph. Ich hol's dann schon mal einen Termin an der Rezeption.
Ja, Termin Dienstag. Ja, 13 Uhr. Wie? Oh, ja. Ist Donnerstag? Oh, ja. Samstag? Oh. Schade. Tut mir leid, Joseph, kein Termin für uns. Are you injured? What happened here? Can't be real. Impossible. Ruvik is... I've got him. The security cameras might tell us something. Okay. Sag mir meine Kamera, was siehst du? Okay. Warum nicht, ne? Warum nicht? Vom BDSM-Club? Ah, der wilde Harry. Ja klar. Okay. Boah. Boah. Das Geräusch ist einfach nur... Boah. Das mag ich. Du hast die Beine vergessen! Harry! Die Beine! Harry! Oh, okay. Und vorwärts. Und rückwärts. Und vorwärts. Und rückwärts. Und vorwärts. Ja, wir haben es gleich. Und rückwärts. Und vorwärts. Und rückwärts. Und natürlich nochmal vorwärts. Ach, wir hatten fast. Und nochmal. Und vorwärts. Ach, und rückwärts. Und jetzt aber. Das war heute Kursus Middle Jack. Keine Waffe? Das ist mies. Okay, RB zum Schleichen. Okay. Türfling öffnen? Locked. Shut. Ich sehe aus den Funkeln. Gitterschlüssel. Boah. Erinnert mich irgendwie an Wrong Turn. Gewöhnliche Schlüssel! Ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Wenn das so ist, werde ich auf jeden Fall jetzt wieder langsam zurückgehen. Okay. Schön langsam und ruhig öffnen wir die Tür. Gehen die Treppe nach oben. So, ganz schön lange im Lager, oder? Oh, fuck me!
fucking me double. Shit. Lauf! Lauf! Alter, ich möchte nicht nach hinten gucken, aber ich will nicht nach hinten gucken. Wisst ihr, das ist dieses Doppel. Doppelwollen. Oh! Fuck me! Oh, nee, oder? Dachte ich mir. Wie auf der einen DJS-Demo. Wow. Okay. Öffne! Öffne! Alter! Was hast du denn noch ekelhafter gerade? Oh! Oh! Ich krieg Gänsehaut, das ist ekelhaft. Boah! Ganze Brühe jetzt im Maul gehabt, ey, boah! Ja, es wissen wir, woher Ebola kommt. Okay, der Ebola-Joke ist viel zu Mainstream, sollte ich lieber lassen. Boah, haben sie überlegt, wir haben eine offene Wunde jetzt am Bein, wenn ich mich irre. Ja. Ja, haben eine offene Wunde am Bein. Und dann auch noch in einem Tank voller Blut. Boah. Alter Schwede. Da kriege ich ja langsam Kotzkrämpfe. Boah, ist das ekelhaft. Boah. Gerade hier eine Sackgasse, also gehe ich nach rechts. Denn ich bin rechtsradikal. Ich rolle das R. Was war das? Oh. Jetzt freuen sich auch noch die Kolibakterien über die ganzen, über die ganze offene Wunde da. Boah! Alter Schwede. Shinji Mikami, du weißt es, wie man jemanden ekeln kann. Respekt, mein Herr. Jetzt machen wir da rechts, sind glaube ich falsch, oder? Ist hier irgendwas? Nee. Garantiert eine Jumpscare-Situation. Wo ist der Exit? Ah, okay. Alte Notiz aus Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Tragflügel. Wenn du es auch hinschaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach da raus bricht. Du wirst derjenige, der kommt. Du könntest ja eine sein. Der Überlebte. R. R. R ist R und kein Jumpscare. Das ist irgendwie unheimlich. Wer ist R? Sieht nicht aus wie eine Tür. Ist zu weit zu und keine Leiter. Tür ist auch zu. Durchgang. R. Leider. R. Ruvik. Richard. Ricciardo. Ricardo. Ricky Martin. Raffaello. Das wär's mal. Ein Bösewicht im Spiel, der Raffaello. Raffaello. Das R muss zum L geformt werden. Raffaello. Boah. Ich bin auf jeden Fall irgendwie gerade aufgedreht. Liegt aber halt daran, da ich das Game einfach nur geil finde. Okay. So. Ist das eine Tür? Haben wir hier? Ah, da haben wir was. Notitas Heizraum. 13 Uhr. STM. Nee, ich sag einfach STEM. STEM-Systemtest beginnt. 13.15 Uhr. Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. 13.30 Uhr. Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Genograf berichtet über Unwohlsein. Anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von STEM-System an. Okay. 13.45 Uhr. Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik. Ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage. Obwohl das STEM-System deaktiviert werden sollte, blieben die Gehirnwellen zwischen Probanden und Wirt synchron. 14 Uhr. R. Dieser Mann ist aufgetaucht. Okay.
irgendwie so was wie nichts finden könnten. Ein Erste-Hilfe-Kit oder so, damit wir unsere Wunde versorgen können. Aber STEM-System. Es fällt mir keine Abkürzung gerade dafür ein. Aber Gehirnwellen. Irgendwas? Desinfektionsmittel? Verband? Erste-Hilfe-Koffer? Grünes Kraut? Gott, muss irgendwo noch grünes Kraut geben. Außer Resident Evil 6. Und, Resident Evil Revelation. Ja? Oh, fuck me. Oh. Danke. Okay. Jack, du bist ein Spind. 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 Jack, du findest den Typen echt attraktiv gerade. Fokus. Jack, du bist ein Spind. Oh Mann. Oh Mann. Ist er weg? Okay. Oh crap. Der muss irgendwie vorbeischleichen. Ah, eine Flasche. Ah, okay. Okay, schnell, schnell, schnell. Oh, okay, gut. Nehme ich mit, auf jeden Fall der Fälle. Durch. Einfach nur weg hier. Okay. Oh, fuck me! Lauf, 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 lauf! Lauf! Lauf schneller! Sprinte! Nutzt den Nitro! Fuba. Ich sag dazu nur Fuba. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself. Evil Within. Geiles Intro, geiler Soundtrack, gefällt mir.
So, aber leider endet der Part auch jetzt schon. Wir sind im nächsten Part von Evil Within, das kommt am Samstag. Sprich, der Sendeplan für TEW sieht folgendermaßen aus. Dienstag, Donnerstag, Samstag. Ich versuche es wirklich zu diesen Tagen zu schaffen. Wenn nicht, cool bleiben, dann kommt auf jeden Fall am nächsten Tag immer eine Folge. Keine Sorge. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt TEW für Evil Within mit eurem Jack. Also, ciao, ciao.